heute mal eine Stunde später, 10:30 erst. Aber es treibt ja nichts. Blauer Himmel, paar Wolken, Seitenwind, das Übliche halt. Und viel Deich heute sicherlich. Hier nochmal das Rezeptionsgebäude, die Anmeldung. Wir starten. Eider Sperrwerk, das nächste in 2 Kilometern. Da hast du recht, bestes Wetter. Ja, komm mal an die Eider. Eider Sperrwerk, Riesentore. Eider Sperrwerk. Überwachungsgebäude. So, jetzt geht's für uns Richtung Katting. Ein schöner kleiner Wirtschaftsweg hier, herrlich durch die Felder. Katharinenherd. Tetenbühl, Kreis Nordfriesland. Ja, jetzt war in Tetenbühl. 15 Kilometer schon wieder weg. Schön sonnig. Wir kreuzen so durch den Wind. Das war mal Gegenwind, mal Rückenwind haben, mal Seitenwind. Und hier gibt es eine Rasthütte, eine Tauschhütte. Man Sachen tauschen. Interessant. Was gibt es denn so zu tauschen? Aha. Carsten hat eine neue Brille gefunden. Mit bisschen klein, aber mit Pink. Magischen Würfel. Haben wir irgendwas abzugeben?
Alte Socken? Alte Socken haben wir. Alte Socken können wir hier lassen. Nee, nee, machen wir natürlich nicht. Aber? Und Kassetten hier noch mit Alf. Wahnsinn, was das alles so gibt. Toll! Leicht. Wir haben uns erstmal untergestellt. Hier in so einer coolen Garage. Wir bedanken uns noch. Am Trockenkoksweg. Und da geht es dann weiter. Immer geradeaus. Das ist schon 3 Tage vorher, der Nachbarn. Ja, nochmal so eine Husche. Ah, wir haben Bäumchen gefunden. Ja, ich würde den ganzen Tag irgendwie so gehen, denke ich. Alle die hat ein Stück warten, man sieht da ja den Regen. Oh, alles. Wir stehen, kein Problem, wir stehen hier trocken. So hangeln wir uns Stück für Stück durch. Geht hier mal schön zickzack, mal mit, mal gegen, wie gesagt. Alles super. Warm turn. Jetzt kalten turn. Richtung Küste mehr, wa? Husum! Schloss Husum. Uhr 22:50. Brücke. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll.
wieder so ein Sperrwerk. Ja, wir sind jetzt bei Wobenbühl oder irgend so was. Hier ist jetzt Richtung Nordstrand. Diesen kleinen Zipfel hier in der Insel, was befahrbar ist, umrunden wir den. Da drüben waren wir heute Vormittag oder Mittag. Wir haben so einen kleinen Leuchtturm aufgenommen, wo wir eine kleine Pause gemacht haben. Wir haben jetzt die ganze Bucht hier umfahren. Wie gesagt, Huso. Hier der Yachthafen auf Fischerei. Sehr schön. Herrendeich! Kommen in den Süden. Da, 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 da. Die letzten 4 Kilometer für heute sind angebrochen und dann sind wir an unserem Ziel. Wo
Osterdeich. Oh, Mann, was bremst du denn so? Wir sind oben. Hier ist es. Der Wind hat mal wieder alles verblasen. Campingplatz Sophie, Elisabeth Sophienbrook haben wir erreicht, ganz gut. Hat dann abends auch noch geregnet. Was ich eigentlich noch sagen wollte dort, ist, dass dieser Zeltplatz nicht mehr für Camper bezelt ist. Uns als Radreisende haben sie glücklicherweise nochmal aufgenommen. So, hat mal wieder geregnet, aber wir haben einen wunderschönen Regenbogen. Herrlich, bei 12 Grad im Sommer 2024. Nice. Heute mal ganz easy Abendbrot. So eine fertige Bulette, ein bisschen warm gemacht, schmeckt die auch sehr lecker. Dazu ein Süßchen, ein bisschen Brot. Das reicht uns. So, jetzt schmuggeln wir noch ein paar Zwiebeln an. Dazu gab es hier so eine Fertigbuletten, kann man warm essen. Alles gut.